Oh Mann, da geht der ganze Loot weg. Hoffentlich bin ich weit genug entfernt. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Scum hier auf YouTube. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist. Du hast ja gesehen, wir haben das letzte Mal ziemlich gut auf die Nase bekommen. Und wir sind jetzt in dieser großen Stadt gespawnt. Kommt, Papier brauche ich nicht. Und dadurch, dass die Stadt so groß ist, haben wir hier ein Ziel. Und zwar, ich möchte hier in der Nähe, wenn es auch hier geht, eine Base errichten. Also hier, gerade diese Stelle ist ganz hübsch. Ja, geschweige denn die FPS lassen das zu. Ist ziemlich viel, was es hier gerade ladet. Und wenn... alles klar. Und wenn es dir gefällt, ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, dann darfst du gerne diesen Kanal abonnieren. Es würde mich echt freuen, dass du ein Teil von diesem Kanal wirst. Mal schauen, ich habe ja in der letzten Folge so viel auf die Nase bekommen, da möchte ich eigentlich ungern, dass mich gleich wieder drei, vier von diesen Geschöpfen da eine Runde haut. Deswegen machen wir sie mal alle einzeln. Na, kommst du? Ja, machen wir es auf die alte Art. Immer ein bisschen pieksen. Einmal ins Beinchen, einmal in die Eier. So, zack. Eier vorbei. Du bist down, Alter. Das ist keine Chance. Hauptsache, die anderen kommen nicht hinterher. Ich muss alle einzeln machen, es hilft nichts. Mal gucken, ob da oben jemand ist. Okay. Also, es lacht hier keiner. Es sind noch eins, zwei, drei Stück. Ja, ich muss kurz überlegen, wie ich das Ganze anstelle. Komm du mal her. Genau. Alle einzeln pullen hier. So. Zack. Und plopp. Boing. Boing. Genau so musst du das machen. Also mit dem Speer immer so kämpfen, dann habt ihr auch keine Probleme. Plopp. Und nackig ist er. Also halbnackt. Junge, Junge, siehst du aus. So, und den nächsten. Das knarzt dir nicht schlecht, ey. Komm. Sei ein braver Zombie. Na komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Komm her, du kriegst einen auf die Schnauze. Ha! Das sieht aus wie ein Imker. Na, da hätte ich jetzt richtig Lust auf Honig. Gibt es sowas im Spiel eigentlich auch? Ich hoffe mal. Alter, wie viel hältst du denn aus? Ich habe dich wie ein Zahnarzt gepiekst. Hallo. Ja, die haben nichts dabei. Und dieser Rucksack, der ist auch Schrott. Geil ist mit den Blättern. Ja, siehst du mich? Komm her. Komm. Junge, du flitzt aber, ey. Komm. Zack. Ja. Beschwer dich nicht. Ich habe ja immer noch die einen Klotzpöbel oder was. Passt das hier nicht rein? Das vielleicht? Ja, komm, du bist schändig. Nehmen wir ein Auge mit hier. Mal sind doch hier auch immer Kanister gewesen, oder?
Nee. Wie, dir ist kalt. Das kann ja gar nicht sein, ey. Und hier ist bestimmt auch noch mal einer, oder? Nö. Sauber. Gott, hey, komm, lass die Augen weg. Das kann ich auch wegpacken. Das ist mir wichtiger. Okay, das ist fertig. Nichts in der Kasse. Das gibt's ja nicht da hier. Mensch. Sag mal, gibt's hier überhaupt noch was zu trinken? Da war ein Kaffee rumgelegen. Nichts, was man brauchen könnte. Junger Vater. Raus mit dir. Also die Tankstelle, die wäre hier schon mal sicher. Das ist okay. Na, bis jetzt noch kein Fahrzeug entdeckt. Kann man da reinklotzen? Nö. Junge, Junge. Also kein Fahrzeug. Habe ich was zum... Kann ich diesen Becher trinken? Kaffee 100%. Ey. Trink mal. Hat sie jetzt den Becher gefressen oder was? Ey, komm. Da scheint nichts drauf zu sein. Ich muss mir merken. Wie soll ich mir das merken? Ich habe so Strohkopf. Da kann man sich nichts merken. Boah. Also ein Fahrzeug wäre jetzt echt optimal. Ich sehe hier nichts. Kann man dann eigentlich aus diesem komischen Fluss jetzt saufen, oder? Ey, da musst du dir erstmal den Überblick verschaffen. Jetzt in diesem... Oh, da funktioniert die Ampel noch. Oh, nach Rom und Berlin. Hei, hei, hei. Cool. Na? Steht hier auch was rum oder so? Menschenskinder. Hey, ist da überhaupt irgendetwas? Könnte eine Karre gebrauchen. Das sind alles nur kaputte Autos. Gehen wir mal so in die Richtung. Ich muss mir auf jeden Fall merken, wo die Tankstelle war. Boah. Also hier hast du echt gut zum Looten, ey. Ja. Was will ich machen? Die ganzen Sachen sind halt weg von der letzten Folge. Weil ich bin ja direkt ausgelockt. Ja, auch zur Arbeit. Geld verdient man ja auch nicht so, hä? So. Nee. Irgendwo habe ich was gehört. Aber wo? Keine Ahnung, wo die ist. Nee, also zu diesen Verrückten gehe ich nicht nochmal. Nö, nö. Der hat mich beim letzten Mal schon ausgelacht, also der ist er explodiert. Alter, was scheppert das so? Ach du Scheiße. Nein, nicht nochmal. Das ist wie Dinges. Oh Gott.
Alter, warum sind diese Dinger vergittert? Oh Mann, ich bin hier im Rattenkäfig. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Ey, da ist ein Rucksack. Cool. Ey, du sollst den Rucksack anziehen. Ja, aus dem kann ich keinen Stoff machen. Aber wenigstens ein bisschen was mehr, wo man tragen kann. Ja, diese Ruckeparty hier. Junge, Junge, das sind viel zu viele Elemente. Hast du vielleicht was zum Anziehen? Ich bräuchte eine neue Hose. Ich hab da Schiss, da rauszugehen. Nee, da ist nix. Boah. Ach komm, eine Käppi. Warum nicht? Eine Käppi, ein Kinderrucksack. Junge, Junge. Und ein Zombie-Wurf. Pentia. Echt, ey, ich sag's dir. Letzten Tag nur schlafen. Irgendwie tust du mir ein bisschen leid. Boah. Okay. Der Speer, der hat noch 90%. Ja, komm. Echt jetzt? Gummistiefel. Alles klar. Hm. Sicherheitsnadel nehmen wir mal mit. Komisch. Da irgendwas Brauchbares. Komm, ein bisschen Stoff hier. Was zum Futtern? Nee. Hm, gehen wir mal in den nächsten Stock. Wow. Ich bin da fast jetzt runtergeflogen. Wow, alter Schwede. Wo war jetzt die Tankstelle? Scheiße. Ist das krass. Wow, Alter, ist das hoch. Okay, ich habe genug gesehen. Aber vielleicht sehe ich von hier ein Auto oder so. Nee. Eieiei, also da kannst du looten, bis du schwarz wirst. Mann, Mann, Mann. Geht's da rein? Hintereingang. Oh, yeah. Ja, nichts drin. Gar nichts. Na, Papierplätzle. Nee. Gehen wir mal wieder runter. Okay. Da gucken wir rein. Warum gucke ich überhaupt? Ja, da ist auch nichts drin. Nö. Nix. Na dann, Jente. Mann, oh Mann. Echt. Ich glaube, ich gehe lieber mich mit Zombies prügeln. Oh, nix. Yes. Eine Sonnenbrille. So muss sein. Immer cool rumlaufen hier. Ey, was ist eigentlich euer blödes Problem? Mann. Ich habe Hunger und werd hier rumgejagt. Wow.
Ey, was ist das denn hier? Das sieht aus wie eine Werkstatt. Ja, komm, mit Metallrohr kannst du mal mitnehmen. Ey, aber hier liegt nichts rum. Das sieht also aus nach einem Keller. Okay, alles klar. Da haben wir auch gleich den Ausgang. Ja, ja, ja. Die Drohne, die nervt schon wieder. Na, kann man die eigentlich auch runterschmeißen? Wow, Alter, Alter! Ja, auf dich rumzupetzen hier! Jetzt hat die mir noch eine gepatzt, ey. Komm mal schneller, ich habe kein gutes Gefühl hier. Ach komm, die hat da eh nichts dabei. Ja, vielleicht bringt das Metallrohr irgendwie was. Vielleicht kann das uns helfen. Boah, die Stadt, die ist echt ein bisschen zu groß. Da müssen wir klein anfangen. Ja, mal gucken, wie das Metallrohr ist. Alter, Prost. Die hat ja nur vorgetäuscht. Hau ab. Hau ab. Das ist nicht leicht als Überlebender. Da ist ja schon wieder jemand. Schnell behandeln. Behandel mich. Ey, komm. Das kann doch echt nicht sein, ey. Da hat so das Gummirohr weg, ey. Das ist ja schlimm. Was bist denn du für einer? Ey, betteln und hausieren verboten. Boah, ey, nur am Kämpfen hier. Was ist denn? Komm, geh runter. Hör auf, mich zu schlagen, Mann. Na, ich lasse euch jetzt mal lieber. Ich muss von vorne anfangen. Echt? Hm? Woher ist denn der jetzt gekommen? Wow. Ey, ich hab gedacht, das ist klein und gemütlich hier. Das Schnupper prügelt. Ja, auf jetzt. Ich höre schon den nächsten. Sind die jetzt gerade erst gespawnt oder was? Eine blöde Schere kann ich behalten. Oh. Ja, komm her. Ich habe ja sonst nichts zu tun, als hier den Müll aufzuräumen. Ja, ja, Mensch. Hey, noch ein Menschenskinder. Ey, na. Nicht hauen. Da komm, letzter Pieks. Ich brauche eine Karre. So, sind wir jetzt hier fertig? Boah, ey, also ich würde an eurer Stelle nicht. Entschuldigung. Aber auch gar nicht in die große Stadt gehen. Also
da an Zombies rumklatschen muss, das ist nicht normal. Hm? Da war doch vorher keiner gestanden. Okay. Alles klar. Na, gehen wir mal in diesen Supermarkt, oder? Vielleicht finden wir was Gutes. Ach komm, was soll ich mit der, was soll ich mit der Leuchtfackel? Ist doch kein komischer Ersatzdildo oder sowas. Ich sehe aber auch nirgendwo eine Karre rumstehen. Nee, das kann ich behalten. Die sollte ich schon mitnehmen. Wow! Wupp. Hey! Du grässliches Ding, du! Kannst mich doch nicht so erschrecken! Echt? Was waren da jetzt drinnen? Puh. Junge, Junge, Junge. Hast du eigentlich was dabei? Ich will dich ja nicht gleich knutschen, aber... Ich lass es lieber. Ich hab schon jemanden. Auf Wiedersehen. Ja, das sieht aus wie eine große Lagerhalle. Hallo, ist jemand zu Hause? Hör zu. Okay, und jetzt ist hier überall Geld drin, wie Lotto spielen. Hey, was geht denn hier ab? Haben die vor der Apokalypse nichts verdient? Ja, Lumpe. Ein Lumpen. Sag mal, ist es zu schwer für deine Hose oder was? Er tut den Stein weg. Lieber ein Tuch im Ei. So. Zack, zack. Ja, du hast Durst. Ich kann dir eine Red Bull geben, aber ich weiß nicht, ob du sowas trinkst. Hier ist aber auch fein gar nichts. So, gehen wir mal einkaufen hier. Da 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 da. Ist nicht so dieser. Alter. Ha! Echt? Chilischoten? Pack das hier mal weg. Vielleicht haben die hier einen Kanister. Und um die Ecke ist ein Motorrad oder sowas meiner Träume. Scheint nicht der Fall zu sein, dass hier irgendwas steckt. Na, komm, nimm doch an hier. Thunfisch vielleicht im Regal oder so. Das bisschen Schießpulver kann ich mitnehmen. Ist gemütlich, die kleine Hütte. Ein Auto sehe ich jetzt nicht. Nö. Na, gehen wir mal einen Stock höher. Mal sehen, ob da was ist. Kann ja nicht sein, dass hier nichts zu finden gibt. Ja. Okay, da geht es anscheinend noch höher. Komme ich gleich nochmal. Also hat sich jemand auf dem Scheißhaus versteckt. Nö. Ein Automat. Mit nichts drin. Da ist auch nichts drin. Warum gehe ich eigentlich hier rein? Da gibt es doch eh nichts.
Habt ihr schon mal auf dem Scheiß aus was gebunden? Ich nur meine Ergebnisse. Vom Scheißen hier. Ich sag gerne Scheiße. Scheißen ist gesund. Geht den ganzen Müll raus. Ah, komm. Scheiß auf das Schießpulver. Nimm das hier mit. Ah, nein. Da. Die kann ich wegtun. Die sind eh schlecht. Okay, da ist nichts mehr. Sag mal, was ist hier los? Gar nichts. Nicht mal ein Kaffee. Gott, ist das hier verwirrend. Warte mal, was war das? Ja gut, ich habe auch keinen Platz mehr im Rucksack. Entschuldigung. Wollt euch nicht erschrecken. Der hat mich erschrocken. So kleiner Einzelhandelskaufmann im Büro. Nervensäge. Du musst doch hier irgendwas bewacht haben. Kann doch nicht sein, dass hier da gar nichts war. Okay. Aspirin. Und zum Glück brauche ich ihn echt keine. Die hier, die nehme ich mit. Gut. Ist eh nur der Haufen Müll. Den Putten tue ich nicht mehr, gell? Was? Kein Wasser. Ihr Geizhölze. Nicht schon genug Probleme hier. Mino. Menschens Kinder. Mach die Tür auf. Also man muss, man kann sagen, was man will, aber die Mechanik. Schade, dass der Aufzug nicht geht. Jetzt muss ich doch runterlaufen. Und Scum ist einsame Spitze. Die verstehen ihr Handwerk. Na? Fast fertig. Ja, was ist das hier? Habe ich das vorhin weggeschmissen? Ich glaube schon. Ja, da ist aber auch gar nichts drin. Kann man die Regale looten? Nö. Wo waren jetzt? Ach, da ist die Käppi. Schmeißt das weg, das mit. Ja super, jetzt ist da noch mal ein Rucksack. Vielleicht gibt es da aber auch einen großen Rucksack. Eine Weihnachtsmütze. Alles leer oder wie? Gott, komm schon. Das ist wie so, wie sagt man, wenn ihr spielt, das mit dieser Niete da. Was ist das? Haselnuss. Bingo war es, glaub. Warte mal. Du wolltest das doch da lassen und das mitnehmen. Nee. Also hier im Supermarkt gibt es nichts. Aber ein Zombie. Ja. Eieieiei. Du hast nichts dabei gehabt, gell? Ein Skalpell? Okay. Wie klein ist denn das? Alter, guck dir das mal an, ey. Ich weiß nicht, ob ich das
nehmen sollte. Ich lasse das lieber hier. Kam ich von hier rein? Ja, ich kam von hier rein. Ja, aufs Dach gehe ich jetzt nicht, weil ich denke mal, da ist jetzt nichts drin. Yo, yo. Eine Machete. Ah, es ist cool. Das nenne ich Glutglück. Eieiei. Ist das schön, eine Machete wieder zu haben. Cool wäre es allerdings irgendwie ein Fahrzeug. Ich weiß. Ich sag immer, ich brauche ein Fahrzeug. Und dann finde ich ja nichts. Warte mal, habe ich Bolzen vorhin mitgenommen? Ja. Da ist noch mal einer. Passt. Perfekt. Oh Mann, oh Mann. Guck mal da drüben in dieser Lagerhalle nach. Ich hoffe mal, dass da keine Mechs sind oder so. 31% hat die Machete nur. Oha. Du weißt nicht, wie man hochkommt, oder? Na, dann ist gut. Macht der einen Schrei? Du brauchst gar nicht so schreien, ich bin doch gleich drinnen. Ich vermöbel dir gleich deine doofe Gosch. Nur mal ganz kurz. Was ist hier drin? Schuhe habe ich gesehen. Ein Zombie scheint hier nicht drin zu sein. Das sind jetzt aber nicht wieder nur Gummistiefel, oder? 54%. Ja, gut. Die brauche ich jetzt nicht. Was liegt da rum? Eine Motorradjacke. Scharfes Teil, Mann. Und mit dem Kinderrucksack, ey, das finde ich so geil. Ist da unten auch noch was? Ey. Cool. Die mal weg. Wo habe ich denn das jetzt hingepackt? So. Sauber. Sind hier noch irgendwelche Klamotten drin, oder? Ne. Wenn ich hier was übersehen habe, dann ist es halt so. Boah. Hier ist aber einiges los. Erstmal hier reingucken. Okay, hier ist nichts drin, oder? Aber auch nichts auf dem Boden. Nicht so ergebe ich die Halle. Mann, Mann, Mann. Du siehst echt scharf aus mit deiner Höschen. Junge, Junge. Gucken wir mal gleich hier rein. Nee. Komm her, ich versuche dir den Popo. So, Nummer 1. Ja, da hinten wird nichts stehen, schätze ich mal. Ziegel brauche ich keine, Mann. Ich habe eh schon Steine im Hirn.
Na, ja, guck mal erstmal in diesem anderen Kapuff. Vielleicht ist es ja ein Platz, wo man irgendwann mal ein Fahrzeug auftaucht. Ne. Nix, gar nichts ist hier. 1, 2, 3. Oha. Machen wir diesen einen Zombie da weg. Was denn? Du brauchst nicht weinen. Du kriegst eine auf die Nuss. Komm her. Bukarest Street. Ah, ja. Guckst du? So wird's gemacht. Ein Maisfeld. Vielleicht finden wir da was zu futtern. Aber erst gucke ich mal in diese komische Garage hier rein. Wie überall Zombies. Okay, hier scheint einer drin zu sein. Stock kannst du stecken lassen. Nee. Da ist ja nichts drin. Nur Schrott. Oh, Nägel kommen wir immer mit hin. Und eine gescheite Hose. Ist zwar ein bisschen kaputt. Ja, komm. Hör auf, da draußen rumzumachen. Ja. Oh, cool. Ein Schraubendreher. Jetzt kann ein Loot kommen. Ist er eigentlich schon runtergekommen? Ja. Na, ja, mal gucken. Was ist denn da draußen? Meckerziege. So. Na, komm her. Du hast mich doch eh schon gesehen. So, das war für deine Brüder in der anderen City. Auch noch eine. So. In welche Richtung waren das jetzt? Nach Süden. Ah, bis zum nächsten Fluss. Alles klar. So, ich mache hier einen kleinen Spaziergang. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Müsste jetzt eigentlich direkt drauf zulaufen. Ja, da vorne ist es schon. Hoffentlich kommen jetzt keine bösen Überraschungen, ey. Also ich habe Brecheisen noch da.
Oh, ich habe einen Schraubendreher. Junge, Junge. Nein. Pilze möchte ich keine essen. Pilze werden nicht so gesund. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass dieses Ding gleich vor meiner Nase hochgeht. Oh je, Alter. Ich habe 4 Minuten, ey. Was habe ich denn da gemacht, ey? Das ist ja ganz super. Okay, komm. Nimm gleich den hier als erstes. Alter, ich bin hier Stress oder was? Jetzt habe ich mal. Ich habe heute so rutschige Hände. Das gibt's doch nicht. 3 Minuten, Alter. 3 Minuten. Oh je, meine. Was? Nicht in den Schnellzug prüfen. Nee, Mann. Ich will wenigstens einen aufmachen. Und ich hoffe, das ist dann gleich Jackpot. Jackpot. Toll. Das wird eine knappe Geschichte. Ich hoffe, ich kriege hier einen auf. So, ich habe jetzt noch 2 Minuten. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Junge, es ist eine knappe Sache, du. Mal gucken, ob da was Gutes drin ist. Ich nehme nur die Sachen raus und zisch ab, ey. Ein Schraubendreher. Oh je. Und zeigst du die Sachen, die was ich nicht mitnehmen kann. Ey, Alter, wo ist das jetzt hin? Ey, du sollst das aufmachen. Pack das weg. Das hier, das hier, das hier. Die Mütze packst du auch weg. Super. Alter, hör auf. Stopp. Das schaffst du eh nicht mehr.
Mann. Da geht der ganze Loot weg. Hoffentlich bin ich weit genug entfernt. Wow, Alter! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Oh, scheiße, verdammte Kacke. Ey, echt. Ich hab echt das Spiel gern, aber es hasst mich einfach. Es hasst mich einfach. Ich will einfach zu viel. Bin ich jetzt? Ich bin am Rand. Wo am Rand? Ganz oben am Rand. Am Rand. Okay. Ja, YouTube, so sieht's aus. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.